Herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich hoffe, es geht euch allen gut. Mir geht es zum Glück schon wieder besser. Ich hatte ja die letzten Tage wieder mit meiner Stimme zu kämpfen und wieder alles verschleimt. Aber ich glaube, ich bin jetzt endlich mal auf dem Weg der Besserung. Ich bin gerade dabei und sortiere Wäsche aus, beziehungsweise Theodor trägt jetzt schon fast die Kleidergröße 74-80. Und da wir ja noch total viel auf dem Dachboden haben, hat mein Mann vorhin alles mal runtergeholt vom Dachboden. Und ich bin jetzt dabei und schau, welche Klamotten Theodor anziehen kann. Er ist hier hinter mir in der Schale. Und ja, es ist ein totales Chaos irgendwie. Ist auch irgendwie blöd, weil Valentin, als er die Größe hatte, 74-80, war Sommer. Und natürlich hat er da Kurzarme getragen und kurze Hosen. Das kann ich ja Theodor jetzt noch nicht anziehen. Deswegen ist es eine begrenzte Auswahl, was ich jetzt zur Verfügung habe für ihn. Deswegen gehen wir heute, glücklicherweise ist heute ein Babybazar, zwei Stück sogar. Und da werde ich jetzt Vormittag hingehen und Nachmittag und werde da mal schauen, ob ich gebrauchte Klamotten für Theodor finde, aber auch für Valentin. Valentin trägt jetzt dann mittlerweile schon Größe 98-104, also Wahnsinn, wie die Mäuse wachsen. Schaut mal, also ich habe jetzt hier ganz viele Kartons, die gehen jetzt wieder nach oben. Da ist jetzt 62-68 drinnen, nee, 86-92 und da ist jetzt nur eine Wickelauflage und Nestchen drinnen, das brauche ich jetzt alles nicht. Was ich mir jetzt hier genommen habe, sind einfach solche Pullover. Der ist jetzt noch in Größe 68, das kann er ja noch tragen. 68 hier, lauter schöne Sachen, die haben wir auch alle gebraucht. Damals bei Valentin gekauft. Also teilweise hat so ein T-Shirt 2-3 Euro gekostet, wenn überhaupt. Dann habe ich auch teilweise was gekauft. Gibt es ja immer beim Aldi solche Angebote. Die sind ja meistens auch nicht so teuer. So Hosen. Oder auch beim DM. Oh, der hat so schöne Sachen, der DM. Genau. Na, das zum Beispiel, da wächst jetzt Theodor rein. Das ist jetzt alles 74. Müssen aber alle nochmal durchgewaschen werden, weil die waren ja jetzt über ein Jahr auf dem Dachboden. Oder hier so eine schöne Latzhose. Ich weiß noch, Valentin hatte die zum ersten Geburtstag an. Also da wächst auf jeden Fall Theodor noch rein. Da ist er noch ein bisschen zu klein. Das zum Beispiel ist von Liegelind oder der hier auch. Muss jetzt alles mal durchgewaschen werden. Und dann muss ich auf jeden Fall noch die anderen Kartons hier durchschauen, weil ich habe die damals leider nicht so ordentlich verpackt. Aber hier sehe ich zum Beispiel ist, ja, muss ich alles mal gucken. Und hier hinten habe ich auch noch eine Kiste, hier hinten. Da bin ich jetzt gut beschäftigt. Mein Mann und Valentin, die sind aber schon im Garten unten. Die sind heute schon bald aufgestanden, um 5 Uhr. Und ich habe bis 7 Uhr mal schlafen können. Das war auch richtig, richtig gut. Mein Mann macht mit Valentin unten den Garten, weil wir wollen nämlich Hochbeete machen. Und mein Mann hat ja da schon letztes Jahr Paletten gekauft. Und ich bin mal gespannt, was er daraus zaubert. Ich mache mich jetzt hier mal ans Werk und werde dann später auf diesen Babybazar fahren. Und ja, ich muss mich auf jeden Fall auch noch schminken. Ich bin nur ein bisschen gewaschen. Wir haben es jetzt gerade mal 8 Uhr. Und ja, es ist Wochenende. Mein Mann ist zu Hause, dass ihr Bescheid wisst.
Schon immer Wahnsinn, oder? Wie schnell die Kleinen rauswachsen. Das ist jetzt 56 und Theodor trägt jetzt fast schon 74, ist jetzt auch schon in einer Woche wird er 5 Monate alt. Ist Wahnsinn, wenn man ihn jeden Tag so sieht, ne? Wenn man seine Kinder jeden Tag so sieht, dann merkt man das ja auch gar nicht, dass sie so schnell wachsen. Aber wenn ich mir diesen Body hier ansehe, den hat er ja gleich nach der Geburt getragen. Und er ist ja jetzt viel, viel größer. Also Wahnsinn. Die Mäuse wachsen im ersten Jahr total schnell und man muss es wirklich genießen, das erste Jahr, weil ja dann ab, wenn sie dann ein Jahr sind, dann geht's ratzfatz und sind sie ja keine Babys mehr. Ja, das ist schon eine echt schöne Erinnerung, wo er dann in meinem Bauch war. Ach, ja, schwanger sein ist schon richtig, richtig schön. Ich werde es auf jeden Fall vermissen. Ich bin jetzt dann auch in den letzten Zügen hier. Ich packe das jetzt hier alles ein, noch den Karton. Das ist alles 50, 56. Ich habe jetzt ganz schön was geschafft. Es sind 8 Kartons geworden hier. Alles mit Babyklamotten noch von Valentin. Ich habe die jetzt auch schon alle beschriftet. Muss halt einfach noch ja, schön zukleben, damit ja, alles schön verstaut ist. Und das wird hier alles durchgewaschen. Das kann Theodor jetzt noch anziehen. Und was ich euch noch zeigen wollte, ich habe hier solche coolen Vakuumbeutel. Da kann man hier einfach eine Luftpumpe draufsetzen, dann die Luft entziehen und dann komprimiert es schön. Und dann hat man auch nicht so viel Platz, wo weggenommen wird. Ja, die kann ich euch gerne mal verlinken. Die gibt es in verschiedenen Größen. Habe ich auf jeden Fall das auch weg, kann ich einen Haken dahinter setzen, dass ich das jetzt auch schon geschafft habe, weil es ja doch immer ganz schön viel Arbeit, muss ich sagen. Und ja klar, wenn Theodor dann wieder wächst, dann kommt die nächste Größe dran, 80, 86, aber es dauert schon, denke ich mir, dann ein halbes Jahr. Jetzt kommt erst mal 74, 80. Ein bisschen 68 kann er ja auch noch tragen. Ich werde mich auf jeden Fall jetzt mal fertig machen, weil ja, ich möchte ja dann auch noch zum Bazar. Mein Mann ist jetzt mit den Kids ein bisschen spazieren gegangen. Er wollte ja eigentlich unten das Hochbeet machen. Aber es hat natürlich bei uns heute Nacht wieder gefroren. Und ja, da ist jetzt nichts mit Hochbeet machen. Ist alles zugefroren und ist viel zu kalt jetzt. Geht ein bisschen spazieren, dass die Kinder ein wenig schlafen können. Und ich habe mich jetzt derweil um das ganze Zeug hier gekümmert. Muss ja auch mal gemacht werden. Meine Männer sind jetzt schon wieder zu Hause. Ich habe es immer noch im Hals. Das ist schrecklich, aber ich ja, denke positiv. Es geht auf jeden Fall bald wieder weg. Valentin schläft jetzt unten noch im Kinderwagen. Ja, den wecken wir jetzt nicht auf, weil der mega müde ist. Den lassen wir jetzt unten einfach im Gang stehen. Haustür ist auf und dann hören wir ihn, wenn er aufwacht. Theodor liegt hinten im Bett, vielleicht schläft er auch nochmal ein. Und ich mache mir jetzt noch einen Getreidekaffee. Ich habe mir hier einen gekauft. Und zwar ist es jetzt Roggen, Cichori und Gerste, weil ich trinke keinen normalen Kaffee mehr. Und der schmeckt richtig gut. Der ist jetzt von der Grana. Und ja, es ist irgendwie schon wieder total stressig heute Morgen. Hätte ich das auch gewusst, dass ich das alles machen muss mit Klamotten und Babybazar. Das war jetzt ein bisschen ungeplant. Dann wäre ich natürlich nicht bis um 7 Uhr liegen geblieben, sondern wäre um 5 in meinem Mann aufgestanden. Aber gut. Ich werde jetzt auf jeden Fall noch hier meinen Kaffee genießen. Und dann muss ich noch den Theodor stellen. Und dann werde ich auf jeden Fall mal losdüsen zu dem Babybazar. Und heute Nachmittag ist ja nochmal einer. Genau, da bin ich mal gespannt, was ich da finde, weil ich brauche doch einiges auch, weil Valentin geht ja ab September in den Naturkindergarten und da braucht er doch einige warme Sachen, auch für den Matsch draußen. Und da kann man ja nicht alles neu kaufen. Deswegen versuche ich da jetzt heute so viel wie möglich zu bekommen. So, ich bin jetzt wieder zurück vom Babybazar und es war mega viel los, muss ich euch sagen. Und auch mega viele Klamotten. Es war in einer ganzen Grundschule, überall in den Klassenzimmern so aufgeteilt.
von den jeweiligen Größen. Dann gab es auch noch Spielzeug, Kinderwagen, Bücher. Also was das Herz begehrt, es ist richtig toll sowas. Haben wir gar nicht gewusst, dass es bei uns sowas gibt. Und ich habe auch mega viel eingekauft. Ich habe jetzt für 88 Euro für meine beiden Kinder Sachen gekauft. Auch nur Klamotten. Ich werde euch auf jeden Fall später mal zeigen. Hier in der ganzen Tasche hier, im Rucksack, habe ich alles verstaut. Ja, schon auch was für den Sommer, zum Beispiel hier so eine süße kurze Hose jetzt für Theodor. Oder so eine Latzhose, die fand ich auch richtig süß. Ist natürlich alles gebraucht, aber ja, jedes Teil um die 3-4 Euro. Oder die Hose hat jetzt ja 3 Euro gekostet. Es geht natürlich auch günstiger, aber ja, wenn ich jetzt schon mal da war, habe ich ein bisschen mehr mitgenommen. Mein Mann holt schon wieder die Wäsche. Fleißiger Hausmann. Und wir werden jetzt was zum Mittag essen, weil wir haben es jetzt gleich 12 Uhr. Und genau, ich muss mal schnell an die Eier schauen. Ist schon 5 Minuten vorbei. Vielleicht für den Valentin ein bisschen länger. Kannst du die abschrecken, Schatz? Ja, okay. Genau, unsere zwei gleich raus. Weil wir haben hier frische Eier hier vom Bauern gekauft. Und die kann man ruhig auch ein bisschen weicher essen. Ich mag die, wenn die nicht so fest sind. Beide Kids sitzen hier schon alle am Essenstisch. Na Theodor, du kannst leider noch nichts essen. Und dann werden wir einfach hier ein bisschen kalt essen mit Brötchen, Käse. Und mein Mann war heute früh noch auf dem Markt und hat ein bisschen Gemüse gekauft. Und hier unten gibt es dann noch einen Käse. Genau, die Brötchen muss ich auf jeden Fall schon mal raustun. Und den Käse muss ich noch einschneiden. Jetzt hat ein Walzen so sauber. Ja, macht so nichts. Aber der Käse braucht noch ein bisschen. Dann würde ich sagen, wir lassen es uns jetzt schmecken und dann melde ich mich auf jeden Fall später nochmal bei euch und zeige die ganze Ausbeute, was ich da so gekauft habe. So, ich zeige euch jetzt mal die Sachen, die ich erworben habe auf dem Babybazar. Ja, Theodor liegt hier neben mir. Wir haben jetzt 1,5 Stunden haben wir geschlafen. Das hat so gut getan. Mein Mann ist mit Valentin nämlich jetzt nach dem Essen wieder zu seinen Eltern Fußball schauen und wir haben uns gedacht, wir schlafen eine Runde, weil heute bin ich irgendwie nicht so gut gelaunt. Es heißt nicht so gut gelaunt, aber irgendwie ja, geht es mir heute nicht so gut. Ja, und wieso? Ich glaube, ja, es liegt an dem Wetter, weil es halt heute schon wieder total bewölkt ist und kalt. Und die letzten Tage war es so schön und warm. Ich weiß nicht, irgendwie dieses Wetterumschwung ständig hin und her, einmal warm, einmal kalt, das tut mir überhaupt nicht gut. Ich habe mir hier auch einen leckeren Drink gemacht. Da sind jetzt eine Banane drinnen, Heidelbeeren, Mandeldrink und Cashewkernmus und ein bisschen Ahornsirup. Ja, schmeckt richtig gut. Wir haben ja heute Mittag nur kalt gegessen und heute Abend werden wir dann was Warmes kochen. Aber jetzt genug gelabert, ich zeige euch mal die Teile. Ja. Hier, du schaust auch zu, ja? Und zwar hier erstmal für Theodor für den Sommer. Er trägt hier jetzt noch Größe 68. Und das ist jetzt Größe 80. Das kann er dann auf jeden Fall im Sommer schon tragen. Auch wenn wir in den Urlaub fliegen, ja, finde ich die richtig süß, ehrlich gesagt.
es denn bei euch? Kauft ihr auch viel gebraucht ein? Also bei uns ist es so, wir haben von Anfang an eigentlich ganz viel gebraucht gekauft, weil mit zwei kleinen Kindern summiert sich das natürlich, wenn du ständig was Neues kaufst. Und das hat jetzt auch schon 88 Euro gekostet. Dann hätten wir das jetzt neu gekauft, dann ja, ein paar hundert Euro weg und es ist dann einfach viel zu schade, weil die Kinder wachsen einfach total schnell raus. Ja, und dann kann man auch das Geld wirklich woanders viel, viel besser anlegen. Und ja, ich finde, es reicht. Schreibt es doch mal gerne in die Kommentare, wie ihr das so handhabt, ob ihr für eure Kinder auch viel gebraucht kauft. Ja, wie ist denn da? Da versucht schon jemand hier. Ja, das magst du toll, mein Schatz. Ja, das magst du super. Hat Theodor öfter jetzt mal in die Bauchlage, weil er möchte noch nicht so richtig sich selbst hin und her drehen. Aber nur auf dem Rücken ist ihm dann doch zu langweilig und dann muss ich ihn mal auf den Bauch drehen, dass er auch was sieht. Ja. Und da kann er auch super was spielen hier mit seinem Tuch. Das mag er ja richtig gerne. Dann haben wir hier auch noch so einen Frosch. Der macht viele schöne Geräusche hier. Also er ist wirklich ein aufgeweckter kleiner Junge. Wird jetzt dann nächste Woche auch schon 5 Monate alt und wir starten nächste Woche dann auch schon mit Beikost. Ja. Hallo. Hallo. Ja, der ist der Emmy. Ja. Du kleine Maus, du strampelst ja. Ha? Wie verrückt, kleine Maus. Meine zwei anderen Männer kommen jetzt auch gleich und ich habe schon mal hier auf dem Blech wieder Mandeln und Cashewkerne hier drauf, weil ich wieder Nussmus mache, weil es alles wieder aufgebraucht ist. Wir essen einfach zu viel Nussmus. Ich bin eigentlich jede Woche dabei und mache irgendwie ein verschiedenes Nussmus. Entweder mache ich Mandel oder Cashew. Aber ja, irgendwie bin ich auf den Geschmack gekommen. Kann ich euch wirklich nur empfehlen, wenn ihr einen Hochleistungsmixer habt, das mal auszuprobieren. Und ist auch wesentlich günstiger als gekauftes Nussmus. Das gebe ich jetzt einfach in den Ofen. Habe es jetzt bei 200 Grad Umluft. Und dann röste ich das ungefähr so 5 Minuten an. Ich zeige euch mal den Mixer, den wir haben. Und zwar haben wir den hier von Bianco di Puro. Da gibt es ja verschiedene Modelle. Und den haben wir mal im Black Friday Sale gekauft. Normalerweise kostet er 500 Euro. Aber wir haben den dann für 350 irgendwie ergattert. Ach Maus, du bist ein Stinkebär, du. Rentiert sich auf jeden Fall bei uns, weil wir, wie gesagt, jede Woche eigentlich Nussmus machen und wir machen auch so viel mit dem, also wir machen Smoothies, da kannst du auch gut lecker Soßen und Suppen pürieren, richtig cremig. Ich kann euch den gerne mal verlinken, wenn ihr Interesse habt, schaut da gerne mal vorbei. Und da habt ihr auch, glaube ich, lange Garantie drauf. Also ein echt ein super Teil. Und ja, wir arbeiten gerne mit dem Mixer. Was ist heute bei uns? Irgendwie liegt überall Wäsche rum. Hier hat mein Mann schon Wäsche aufgehangen. Das ist jetzt doch von Secondhand Bazaar. Die muss dann auch noch gewaschen werden. Die Mäuse flitzen hier auch alle rum. Ja. Ja, jetzt kannst du Mama sagen, ha? Jetzt muss mal Wendelino gemacht werden. Sag mal Papa. Okay? Ja, Wendelino. Wenn du Papa sagst, dann will ich dir nicht die Hosen machen. Sag mal Papa. Ma. Papa. Ich habe jetzt gerade Theodor noch gestillt vor unserem Abendessen. Und Valentin und Papa räumen jetzt gerade ein bisschen um. Habt ihr gerade schon gesehen. Und zwar möchten wir unser Sofa jetzt in die andere Ecke stellen. Und wir haben einen, vorsichtig, wir haben einen Fernseher geschenkt bekommen von meinen Eltern.
Und den nehmen wir jetzt und ja, möchten den auf jeden Fall hier mit integrieren. Ich mache jetzt hier frische Pasta. Mein Mann hat nämlich frische Nudeln gemacht. Ja, wir machen jetzt unsere Nudeln immer selbst. Wir haben uns nämlich eine geile Nudelmaschine gekauft. Und boah, die schmecken so, so gut. Ich empfehle euch wirklich eine Nudelmaschine euch zu kaufen. Also, um welchen besser? Und die gehen eigentlich auch relativ schnell, muss ich sagen. Ich muss mich glücklich schätzen, dass mein Mann so lieb ist und die Nudeln macht. Es gibt ja auch Männer, die da gar nichts machen, aber mein Mann ist da echt ja, sehr geschickt und macht das richtig gut. Er ist ja auch gelernter Koch, ne? Aber ja, ich bin sehr, sehr froh, meinen Mann zu haben, weil er richtig viel macht im Haushalt. Und ja, also die Nudeln schmecken richtig, richtig gut. Und ich habe jetzt hier unten im Ofen Gemüse, Zucchini, Tomate, Sellerie, Fenchel und Schafskäse. Und das mische ich dann zusammen mit den Nudeln. Bisschen so Art an die Pasti. Und dann mache ich noch ein bisschen Tomatenmark mit dran. Salz, Pfeffer und dann war es das schon. Ja, so schaut es jetzt aus. Weiß jetzt nicht, ob es endgültig so bleibt, aber vorerst. Hier. Und hier kommt dann hinten noch der Fernseher hin. Ich will ja noch das Fenster zumachen. Ich wollte euch noch das Essen zeigen. Und zwar habe ich jetzt hier alles aufs Backblech mit den Nudeln, Schafskäse, ein bisschen frische Petersilie. Und das lassen wir uns jetzt schmecken. Würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Und habt noch einen ganz schönen Abend. Macht's gut. Ciao.